Christine Brandt, wie geht es dir in dieser Pandemie? Also mir geht es im Moment sehr gut, weil ich der Pandemie entflohen bin. Ich bin nämlich in Sansibar, wo man nicht viel mitkriegt von Corona. Aber in der Corona-Zeit in der Schweiz habe ich schon ein bisschen gelitten. Ich konnte nicht so gut schreiben. Ich habe auch keine eigene Wohnung mehr und hatte dann nur mein kleines Zimmer. Und die Kreativität, die hat schon gelitten. Ich bin froh, dass ich flüchten konnte. Sansibar ist eine Insel vor der Küste von Tansania, ich glaube grob gesagt so zwischen Somalia und Madagaskar. Wie hat es dich denn auf Sansibar verschlagen? Also ich war vor über 20 Jahren das erste Mal auf dieser Insel und habe mein Herz verloren. Ich war da nur eine Nacht und dachte, wow, hierher muss ich zurückkehren. Ich bin dann 13 Jahre später zurückgekehrt, um mein allererstes Buch auf Sansibar zu schreiben. Und seit ich selbstständige Schriftstellerin bin, ist das meine zweite Heimat geworden. Und in Sansibar ist nicht viel von der Pandemie zu spüren? Nein, überhaupt nicht. Also ich vergesse es manchmal fast, dass eine Pandemie herrscht. Ich habe schon lange keine Maske mehr gesehen. Natürlich ist das Virus da. Touristen bringen es rein, weil man muss keinen Test machen, wenn man herfliegt. Aber ich bin da etwas zurückgezogen am Meer und lebe ein Leben wie vor Corona-Zeiten. Hat sich denn dein Blick aus Sansibar auf die Schweiz verändert? Ja, ein Stück weit hat sich schon verändert. Also als ich angekommen bin, hatte ich zuerst Mühe, mich in dieser maskenfreien Welt zu bewegen. Ich habe mich fast nicht rausgetraut im ersten Moment. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie sich so eine große Anspannung gelöst hat. Ich habe das richtig körperlich gespürt, weil man in der Schweiz immer vorsichtig sein muss, immer aufpassen, immer in einer Alarmstimmung ist. Und wenn ich jetzt von außen auf die Schweiz schaue, denke ich wirklich, es kommt mir vor, ich stehe hinter allen Maßnahmen und gleichzeitig kommt es mir vor, wie wenn die Leute in der Schweiz doch sehr eingeschränkt leben, wie in einem Gefängnis. Und ich hoffe, dass sich die Situation schnell wieder ändern wird. Hat sich dein Schreiben durch die Pandemie, durch diese Pandemiesituation verändert? Ja, das Schreiben hat sich ein Stück weit verändert. Und zwar, weil ich einerseits nicht gut schreiben konnte in der Schweiz während der Pandemie. Allerdings schreibe ich immer besser, wenn ich nicht in der Schweiz bin. Und seit ich wieder außerhalb der Schweiz bin, schreibe ich wie eine Wilde. Und da kommt mir jetzt zugute, dass ich halt auch weniger Lesungen hatte. Ich musste fast 30 Lesungen absagen. Und ich hatte jetzt mehr Zeit. Und die Auswirkung davon ist, dass jetzt in diesem Jahr, 2021, gleich 3 Bücher von mir erscheinen werden. Wow. Ist die Pandemie für dich als Stoff zum Schreiben, wäre das ein interessanter Stoff oder ist das uninteressant, weil es ohnehin die ganze Welt betrifft? Also es reizt mich nicht, einen Roman zu schreiben über die Pandemie oder einen Roman zu schreiben, in dem die Pandemie vorkommt, weil ich die Pandemie irgendwie hier habe und mich jetzt nicht noch über ein Jahr schriftstellerisch damit befassen möchte. Allerdings werde ich vielleicht irgendwann mal wird das vielleicht irgendwo einfließen. Ich denke auch, dass die Leute auch jetzt eigentlich genug haben vom Thema, aber in 1, 2, 3 Jahren könnte das dann vielleicht schon rückblickend, wenn wir wissen, wie das alles zu Ende geht, interessant werden als Stoff. Jetzt hast du für uns einen Text geschrieben, der die Zeit nach der Impfung schildert. Da zerfällt die Welt in Geimpfte und in Corona-Leugner oder Impfgegner, die dann, wenn sie aus ihrem Ghetto fliehen möchten, sie werden in ein Ghetto eingesperrt und sie möchten daraus fliehen und fliehen dann nach Afrika, werden da aber geschnappt und sofort wieder in die Schweiz zurücktransportiert. Hast du das Gefühl, das wäre so schlimm, die Welt zerteilt in Corona-gläubige Geimpfte und ungläubige Zweifler? Nein, ich denke nicht, dass es so schlimm kommt, wie ich das in der Kurzgeschichte geschrieben habe. Aber ich denke schon, dass es schwierig sein wird, ein Leben zu führen ohne Impfung, wenn man reisen will zumindest. Es ist ja auch heute so, in gewisse Länder braucht man die Gelbfieberimpfung, wenn man einreisen will. Und ich denke, dass die Impfung das Leben erleichtern wird in Zukunft, solange das Virus noch unter uns ist. Und was mir aber mehr Sorgen macht als diese geteilte Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften, ist wirklich diese Bewegung nicht der Corona-Maßnahmengegner, sondern diese Bewegung von diesen Verschwörungstheoretikern, die ein gefährliches Ausmaß annehmen. Und ich denke, das Virus verschwindet schneller als diese Strömungen, die eine Gefahr darstellen für die Gesellschaft. Die Verschwörungstheorien, die
an unglaubliche Theorien und Aspekte glauben. Auf der anderen Seite ist es ja ein bisschen erschreckend, wie rasch sich eine Gesellschaft einschränken und durch Verbote reglementieren lässt. Macht dir das auch ein bisschen Angst? Nein, das macht mir in der Schweiz, sage ich jetzt mal, nicht so große Sorgen, weil ich ein großes Grundvertrauen in die Schweizer Regierung habe und überzeugt bin, dass wenn diese Maßnahmen nicht mehr nötig sind, dass die aufgehoben werden. Würde ich in einem Land leben wie Sansibar als Bürgerin zum Beispiel, das sehr autoritär geführt wird, oder in einem osteuropäischen Land, dann würde ich mir Sorgen machen, dass diese Maßnahmen, diese strengen Regeln, die wir alle nicht wollen, dass die dann plötzlich beibehalten werden, weil es gerade so bequem ist, die Bürger so zu halten in diktatorischen Ländern. Du beschreibst, wie Schweizer aus der Schweiz nach Afrika fliehen und da gefasst werden und wieder in die Schweiz zurücktransportiert werden. Das ist natürlich eine Umkehrung der gegenwärtigen Zustände von vielen Afrikanern, die ihr Glück in Europa suchen und dann zurücktransportiert werden. Kennst du denn solche Leute oder wie sieht das aus Sansibar aus, dieses Paradies Europa? Also ich kenne die Situation umgekehrt, weil ich Flüchtlingscamps in Griechenland gearbeitet habe. Und tatsächlich kommt es mir manchmal so vor, als würde sich die Situation jetzt umkehren, weil es kommen sehr viele Menschen nach Sansibar, die vor der Corona-Situation flüchten, weil es eben hier keine Auflagen gibt, was ja auch ein bisschen trügerisch ist. Und ich selbst fühle mich ja jetzt Corona hin oder her selbst auch ein bisschen wie ein Flüchtling, weil ich jeden Winter vor dem Winter nach Sansibar fliehe. Ich bin ein Winterflüchtling. Und es ist schon feststellbar, dass das jetzt hier so ein Zufluchtsort wird für Menschen. Aber mit einem großen Unterschied. Also man reist hier einfach ein und löst ein Visum. Und möchten die Sansibari nach Europa gehen, das ist dann ein großer Schritt, bis sie ein Visum erhalten. Also die Welt ist auch noch heute nicht gerecht. Du hast schon angesprochen, du bist ein Winterflüchtling. Bei uns ist es im Moment Januar, es ist dunkel, es ist kalt. Man hat bei vielen Menschen das Gefühl, der Winterblues packe sie jetzt so richtig. Wie geht es dir in dieser Winterzeit in Sansibar? Also es ist sehr warm und sehr sonnig und das ist Medikament pur für die Seele. Also mir geht es sehr, sehr gut, weil ich draußen sein kann. Das Leben findet draußen statt und überhaupt nicht drinnen. Und ja, Sonnentanken, das nützt auch gegen schlechte Stimmung. Also mir geht es sehr, sehr gut. Das Wetter ist wunderbar hier. In der Schweiz dürften die nächsten paar Wochen noch schwierig werden, bis dann vielleicht nach Ostern oder sogar erst im Mai Erleichterung eintreten wird mit wärmerem Wetter und besseren Impfquoten. Was erwartest du für dich von den nächsten paar Wochen? Oh, ich habe keine Ahnung, ich mache keine Pläne. Ich habe jetzt meinen Flug mal auf den 30. März verschoben. Und es kommt total darauf an, ob ich im April meine Lesungen, meine Vernissagen durchführen kann oder nicht. Wenn nicht, dann bleibe ich vielleicht noch ein bisschen länger. Aber das ist etwas, das man in Afrika lernt, dass man nicht planen kann. Da braucht man immer, wenn man planen will, einen Plan A, B, C, D, E, F und Plan G geht dann eventuell vielleicht auf. Darum macht man besser gar keine Pläne und schaut einfach, was passiert. Wunderbar, Christine Brandt, vielen Dank.